grüße euch, Leute. Ich kann euch nicht erklären, was hier gerade passiert. Alter! Dann sagt er, wenn du willst, kann ich dir bis morgen früh eine gedrosselte Z900 mit einem... Ich kann es nicht lesen, Alter. Boris, Auspuff, Alter, muss ich mir gleich nochmal genau anschauen. Kann ich dir mitgeben, du bringst mir die morgen wieder. Und Alter, habt ihr eine Ahnung, wie dieses Ding scheppert? Meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo zurück. Es ist bereits der zweite Tag. Ja, ich habe ja gerade die Sache von gestern eingeblendet, als ich dieses Motorrad hier abgeholt habe. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war dann ein bisschen zu gehypt, um dieses Video zu drehen. Ich habe ja das Motorrad jetzt bis heute. Ich hatte es quasi 18 Stunden von gestern Abend jetzt bis heute Mittag. Und ich wollte gestern Abend einfach noch genießen, muss ich sagen, ohne Video. Aber jetzt, heute, schauen wir uns mal die technischen Specs von dem schönen Gerät hier an. Ja, worauf sitze ich denn jetzt gerade? Ich sitze auf einer gedrosselten Z900, quasi auf für A2 gedrosselt. Bin ja jetzt doch schon einige A2-Bikes gefahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich gewusst hätte, wie sich dieses Ding hier fährt, hätte ich mir wahrscheinlich kein anderes Motorrad für A2 geholt, ganz ehrlich. Das macht so ultra viel Laune, weil es halt einfach, also es fährt sich auch wie ein großes Motorrad. Du hast halt super viel Hubraum, du hast super viel Kraft untenrum. Ich fahre jetzt hier mal links. Ja, Vierzylinder-Motor, fährt sich sehr ruhig. Es wackelt halt echt nichts. Das Teil fährt wie auf Schienen. Es hat irgendwie auch so einen richtig schönen Schwerpunkt. Das ist nicht zu leichtgängig, aber auch nicht zu schwer. So, man kann sich schon echt gut bewegen, man ist sehr agil, aber es fühlt sich halt zu jeder Zeit echt sicher an. Optikmäßig muss ich auch sagen, ist es mit Abstand die schönste Kawasaki-Maschine, finde ich persönlich, die es gibt. Ist einfach so. So, hier ist gleich schon die Autobahn, auf die wir fahren werden. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier nochmal kurz unseren Soundcheck. Weil der Sound, Freunde, der Sound ist, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Was ist das? Alter, der komplette Körper vibriert einfach. Es ist so hart, Leute. Das ist so krank. Aber jetzt, wenn wir hier schon stehen, schaut sie euch mal kurz an. Das ist die Farbe Schwarz-Rot. Finde ich auch die geilste Farbe, muss ich sagen. Dass da der Rahmen und so alles in Rot ist, die Felgen in Rot und der Rest halt schwarz. Das ist so eine geile Kombi irgendwie. Wenn man da jetzt die Spiegel noch abmacht und an die Lenkerenden packt und vielleicht die Lenkerenden auch noch in dem gleichen Rot, Endlevel optikmäßig. Die ist so schon umgebaut worden von Kawa Motor, das heißt, die ist nicht mehr serienmäßig. Die hat hier schon den kurzen Kennzeichenhalter und die Mini-Blinker vorne und hinten. Und es sieht halt echt so aus, als wären da einfach keine Blinker dran. Ist mega geil. So, aber dann gehen wir direkt mal über zu den technischen Specs, meine Lieben. Also, wir haben hier die Z900. Was ich mega krass finde, ist der Preis für das Teil. Also man kriegt halt echt super viel Motorrad und das Ding kostet ab Werk mit Überführung 10.045, das ist halt, ich finde, für so ein Motorrad echt, das ist ein super Preis. So, also wir haben 948 Kubik, maximale Leistung, wenn sie nicht gedrosselt ist, sind 125 PS. Die ist jetzt, wie gesagt, gedrosselt auf 48 PS, aber ey, ich sag euch, du kriegst kein geileres A2-Bike vom Fahrfeeling her. Das Ding, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, eine große zu fahren, aber so stelle ich es mir vor. Also das ist ein ganz anderes Fahren, wie jetzt eine CBR 500R, wie eine Z650 oder wie eine Ninja 650 oder was. Das fährt sich komplett anders. Es ist ganz wild. Ja, gibt es da noch in zwei anderen Farben, und zwar in Schwarz-Weiß, beziehungsweise Weiß-Schwarz und auch in Grün-Schwarz. Das heißt, da bei der Grün-Version ist dann hier der Rahmen grün statt rot. Standardmäßig, selbstverständlich, kommt die mit ABS. Du hast verschiedene Fahrmodi hier in dem ziemlich geilen LED-Display, was, muss ich sagen, sehr gut ablesbar ist. Kannst du hier über den Select-Button, wir sind jetzt gerade im Sportmodus, wenn du hier lange drückst,
kommst du jetzt in den Road-Modus oder auch in den Rain-Modus und dann eben je nach Fahrmodi wird eben dann die Gasannahme etc. eben ein bisschen umgestellt. Genau, man kann sich das auch individuell einstellen. Dann hat man hier zum Beispiel den Power-Modus. Jetzt stehen wir gerade auf F, das steht für Full. Dann gibt es zum Beispiel noch den Power-Modus Low. Da wird dann die Leistung um 25% reduziert. Dann hat man circa noch 75% der Leistung. Das Gas spricht auch nicht mehr ganz so krass an. Das heißt halt echt, je nach Fahrsituation, ich sage jetzt mal echt, wenn es kalt ist und nass, oder wenn man jetzt mal wen fahren lässt, bei dem man sich jetzt nicht ganz so sicher ist oder so, oder der selber sagt, er möchte dann nichts kaputt machen, dann kann man die auf Low stellen und dann kann der mal ganz gemütlich quasi das Motorrad testen. Traktionskontrolle hat das gute Stück auch noch, mit drei verschiedenen Stufen, sowie eine Assist- und Rutschkupplung, heißt bei anderen quasi Anti-Hopping-Kupplung, das heißt, wenn du mit hohen Drehzahlen wieder einkuppelst, dass das Hinterrad nicht blockiert, ist eine super geile Sache. Und gehört zu einem modernen Motorrad für mich einfach dazu. So viel zum technischen Teil. Was man jetzt natürlich noch erwähnen sollte, das ist nicht der Standardauspuff, sondern das ist ein Bodis Slip-On. So, wir stellen hier mal den Modus wieder um auf Sport. Sport, so, erster Gang. Los geht's. Und dann machen wir uns mal ganz geschmeidig wieder auf den Weg Richtung Kawamotor im Norden Münchens. Wir sind jetzt ganz im Süden, das heißt, wir haben Gott sei Dank noch ein paar Minütchen. Ich möchte dieses Ding ehrlich gesagt gar nicht zurückgeben. Mann! Also wie gesagt, Leute, wenn ihr einen A2-Schein macht und aktuell noch am Entscheiden seid, welches Motorrad ihr euch holt, ja, geht einfach mal zu irgendeinem Kawasaki-Händler oder natürlich, wenn ihr aus München seid, am besten zu Kawamotor und lasst euch da echt mal die Z900 gedrosselt auf A2 geben. So, Freunde, aber jetzt kommen wir auch wieder zu einem wichtigen Teil und zwar dem Topspeed. Wie gesagt, ist auf A2 gedrosselt, das heißt, dass man kann natürlich nicht den gleichen Topspeed erwarten, wie jetzt, wenn die offen ist. Das sind ja einfach mal fast 100 PS Unterschied. Aber wir schauen... Was für ein Vollidiot, Alter. Jetzt habe ich leider die Dinge nicht rechtzeitig gefunden. Aber Gott sei Dank gesehen, dass der... Ich dachte mir das irgendwie schon. So, wir gehen rein. Länger brauchen wir es nicht probieren. Also ich habe mich schon gut reingelegt. Es dauert natürlich ein bisschen, aber 170 schafft man und ich denke, das ist für ein A2-Bike, für ein A2-Naked-Bike ist es schon stark. Und es fühlt sich nach wie vor super, super safe an. Das Ding hat eine krasse Fahrstabilität, da wackelt überhaupt nichts. Ja, und ich kann nur sagen, selbst jetzt hier so bei 120, wenn du im sechsten halt durchziehst, ja, das ist einfach witzig, das macht einfach Bock. So, ich muss jetzt noch circa 20 Minuten fahren, bis ich wieder bei Kawamotor bin und dann sehen wir uns da gleich auf dem Hof nochmal. Bis gleich. Weit ist es nicht mehr, bis zu Kawamotor. Bin jetzt
mal noch gemütliche 160 so gefahren auf der Autobahn. Und ich muss sagen, wenn man sich wirklich aufrecht hinsetzt, sage ich mal, wirklich für super lange Autobahnstrecken ist es, da braucht man schon gute Nackenmuskulatur auf jeden Fall. Andernfalls ist auf jeden Fall der Sitz super bequem. Also eigentlich genau unterschiedlich wie bei so einer Sportler. Wenn du auf so einer Sportler sitzt und dich quasi normal klein machst, dann hast du es halt nicht im Nacken, sondern eher dann im unteren Rücken und am Po, weil da meistens die Sitzbänke nicht so super bequem sind. Und ja, bei der hier ist es halt genau umgekehrt. Du kriegst quasi halt den Wind wirklich komplett ins Gesicht und musst halt mit dem Nacken die ganze Zeit dagegen halten. Aber ja, sag mal, wenn man das oft genug macht, dann ist es irgendwann kein Problem mehr. Andernfalls absolutes Traummotorrad. Egal ob A2 gedrosselt oder nicht, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Ding so ins Herz geschlossen, dass ich echt traurig bin, das jetzt gleich zurückzugeben. Ja, am liebsten würde ich die jetzt direkt kaufen und meine CBR da stehen lassen. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Leider sind wir zurück. Ja, und da steht meine. Also nochmal vielen, vielen Dank an Kawa Motor fürs quasi zweitägige Ausleihen. Ey, ich hatte permanent ein Grinsen im Gesicht. Das hat mir echt meinen Tag versüßt und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Bis dahin habe ich mir das Ding hoffentlich irgendwie gekauft. Holy shit, Mann. Peace.